Die ganze Geschichte von Infamomo, den drei Gefährten und was das Ganze mit den legendären Bestien Raikou, Entei und Suicune zu tun hat. Erst gestern erschien auf dem offiziellen Pokémon-Kanal die Geschichte von Infamomo. Infamomo ist das erste mysteriöse Pokémon der 9. Generation und die ganze Sache hier basiert auf Momotaro, einer japanischen Legende. Momotaro bedeutet übersetzt so viel wie Pfirsichjunge und ich denke, es ist auch klar, wieso wir jetzt die mysteriöse Pirsifbeere bekommen, nämlich ist das nach der Legende dieser Pfirsich, der auf dem Wasser trieb. Ja, und die Eheleute nahmen diesen Pfirsich und brachten ihn mit nach Hause. Und als sich dieser Pfirsich dann in zwei Hälften aufteilte, sprang ein kleiner Junge daraus hervor. Das ist genau das gleiche, was Infamomo macht, nämlich sich in zwei Hälften aufteilen. Also legit 1:1 das gleiche. In der Legende wurde Momotaro erwachsen und dieser ging dann auf Abenteuerfahrt und wurde dabei von einem Affen, einem Fasan und einem Hund unterstützt. Ja, und auf welchen legendären Pokémon das wohl basiert, brauche ich wohl wahrscheinlich keinem zu erklären, nämlich Benizaru, Beatori und Bonino. Das sind die drei neuen legendären Pokémon, die drei Gefährten werden sie auch genannt. Ja, und diese drei Gefährten wollten natürlich alle Masken von Ogerpon stehlen. Und das war ihnen tatsächlich auch zum Großteil gelungen, bis auf eine einzige Maske, die sie nicht von Ogerpon kriegen konnten. Und durch diese Mochi befahl Infamomo den drei Gefährten, die Masken zu verteidigen, als Ogerpon sie angriff. Das gelang nicht und das legendäre Ogerpon war tatsächlich in der Lage, das mysteriöse Infamomo zu besiegen. Infamomo hat sich daraufhin in seine Schale zurückgezogen, also die zwei Hälften wurden wieder zu einer und dann lag es im Wald herum. Und irgendwann durch den Wind oder so kam es schließlich ins Wasser und jetzt wird es interessant, denn in der Nähe des Ladens, wo die Bonus-Episode beginnt, ist ja auch dieser Fluss. Es ist also ziemlich naheliegend, dass die Dame aus dem Laden das Ganze halt einfach im Fluss gefunden hatte und bei sich im Laden ausgestellt hat. Viele haben sich natürlich gefragt, warum ist dieser Gegenstand überhaupt im Laden? Was hat die alte Dame mit der Story zu tun? Aber mehr ist die alte Dame halt einfach nur zufällig zu diesem Gegenstand gekommen, als dass sie ihn bewusst gefunden hätte. Was aber durchaus bewusst war, ist die Tatsache, welche Gegner gegen euch kämpfen müssen, wenn ihr Infamomo besiegen wollt. Das sind ja auch die Großeltern von Yo dabei, also Großvater und Großmutter, die gegen euch kämpfen werden. Und das Interessante daran ist, natürlich könnte man das Ganze jetzt auch als die älteren Leute wahrnehmen, die irgendwann mal ein Kind haben wollten. Und das Interessante ist ja, das passt wiederum zu der Legende von Momotaro, womit sich der Kreis eigentlich insofern hier schließt. Denn was ist passiert, als Infamomo festgestellt hatte, dass mit Yo ja logischerweise die Großeltern Enkelkinder hatten? Ja, richtig, sie haben nicht mehr gegen euch gekämpft. Und damit wusste Infamomo, das sind nicht die richtigen Personen, die ich besessen habe. Und deswegen haben sie euch dann letztendlich auch in Ruhe gelassen. Natürlich ist jetzt aber auch die Frage, was hat das Ganze denn überhaupt mit den legendären Bestien zu tun? Also Raikou, Entei und Suicune. Ich will jetzt hier nicht die ewige Frage aufklappen, ob es entsprechend Raubkatzen oder legendäre Bestien sind. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Sehr interessant zu beachten ist, dass es bei diesen Trios durchaus einige sehr interessante Details gibt, die durchaus auf Parallelen hindeuten. Es wird zwar nie explizit erwähnt, aber durchaus hat die Region, also die Kitakami-Provinz, Gemeinsamkeiten mit der Johto-Region. Außerdem gab es ja dieses eine Musikstück, was ihr dann entsprechend aufrufen konntet, als der erste Teil des DLC erschienen war. Auch das war eine Referenz an Johto, denn es war die wilde Kampfmusik von Johto. Aber das ist natürlich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Es gibt hier weitere interessante Sachen, die hier durchaus Parallelen aufweisen. Denn wenn wir ganz genau hinsehen, wissen wir, dass die legendären Bestien ja von Ho-Oh wiederbelebt wurden. Und wenn wir mal ehrlich sind, wurden von Infamomo auch die drei Gefährten in gewisser Weise wiederbelebt. Aber was ist passiert, als die drei Gefährten wiederbelebt wurden? Sie wurden nicht in ihrer originalen Form und Statur wiedergeboren, sondern stärker, besser oder vielleicht eleganter.
Das waren die Wünsche, die die Gefährten äußerten und die Infamomo durch die Wiederbelebung erfüllte. Und das Interessante daran wiederum ist, dass ja Jo während der Story unter dem Bann von Infamomo steht. Zwar nicht so, dass Jo nur Mochi Mochi sagt, aber Jo kann tatsächlich die drei Pokémon durch einen Fausthieb wiederbeleben. Man sieht auch die Aura, während er die Faust auf diese Gedenkstätte schlägt. Und diese Energie hat ausgereicht, die drei Gefährten wiederzubeleben. Aber diesmal halt nicht, wie sie ursprünglich mal waren, sondern wieder unter dem Bann von Infamomo. Es gibt zwei Dinge, woran man diesen Bann ganz einfach ausmachen kann. Zum einen ist das die Fähigkeit Giftkette, die unter anderem auch Bestandteil ihres Körpers jetzt ist. Und zum anderen ist es dadurch resultierend auch der Gifttyp, den sie sich mit dem mysteriösen Pokémon Infamomo teilen. Also auch hier das Prinzip des Teilens, was Infamomo ja mit seinem Körper ja tatsächlich auch machen kann. Tatsächlich teilen sie sich diese Eigenschaft aber auch mit den legendären Bestien Raikou, Entei und Suicune, denn diese wurden auch nicht so wiederbelebt, wie sie einst mal waren. Und passenderweise, wie es der Zufall so will, wissen wir auch, wie die vergangenen Formen nämlich aussehen. Ja, nämlich sind alle tatsächlich im Karmesin und Purpur im Spiel. Windewoge, Keilflamme und Furienblitz. So sahen die legendären Bestien aus, bevor das Feuer im Bronzeturm in Teak City wütete. Dann wütete ja das Feuer und die drei Bestien kamen um und Ho stieg vom Himmel herab und belebte die drei wieder. Aber scheinbar ja auch nicht so, wie sie einst waren, sondern anders. So wie wir sie einst kannten als Entei, Raikou und Suicune eben. Natürlich haben beide Trios eine andere Lore und auch eine andere Ursprungsgeschichte. Aber viele Eigenschaften wie das Wiederbeleben oder dass sie mal einst ein anderes Aussehen hatten, teilen sich diese drei Pokémon, was schon irgendwie sehr auffällig ist. Und es ist natürlich insofern auffällig, dass es durchaus Gerüchte darüber gibt, dass ein entsprechendes Legends Johto entsprechend herauskommen könnte oder ein Let's Go Johto. Ich habe mal auch ein Video dazu gemacht, welche Remakes wir dieses Jahr eventuell erwarten können. Wenn diese Geschichte aber so viele Parallelen hat und so viele Auffälligkeiten, müssen wir auch vielleicht nochmal darauf zurückkommen, dass die Typen der drei Paradox-Pokémon eine Auffälligkeit ebenfalls teilen. Denn alle haben den Drachentyp inne. Wenn wir uns zurückerinnern, habe ich ja bei Infamomo gesagt, dass Infamomo den Typ, also den Gifttyp, an die drei Gefährten weitergegeben hat. Wenn die Geschichte und die Parallelen so stimmen sollten, welches Pokémon hat den drei legendären Bestien den Drachentypen weggenommen? Also der Logik nach muss es ja ein Pokémon des Typs Drache gewesen sein. Aber weder Ho-Oh noch Lugia haben den Drachentyp. Es sei denn natürlich, weder Ho-Oh noch Lugia sahen damals so aus, wie wir sie heute kennen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das waren auch mal Paradox-Pokémon. Ja, und Ho-Oh war dann entsprechend mal vom Typ Drache Flug oder Drache Feuer, was zwei sehr interessante Typen sind. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, ich glaube schon, dass die Paradox-Pokémon gekommen sind, um zu bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ein Feature ist, was in der nächsten Generation einfach wieder verworfen wird, sondern ich gehe wirklich davon aus, dass es etwas Ähnliches ist wie mit den Formen-Pokémon in Alola. Wir haben seitdem ja immer Formen-Pokémon gehabt und vielleicht bekommen wir jetzt auch in jeder Generation Paradox-Pokémon. Denn das eigentliche Gimmick dieser Generation sind ja nicht die Paradox-Formen oder Pokémon, sondern die Terrakristallisierung. Und auch ohne die Terrakristallisierung können Paradox-Pokémon existieren. Ich finde die Geschichte von Momotaro sehr beeindruckend. Auch wenn ich natürlich dazu sagen muss, ich hätte mir schon gewünscht, dass vielleicht das ein oder andere Detail in der Story von Karmesin und Purpur etwas besser hervorgehoben wurde. Doch wenn man ein wahrer Pokémon-Fan ist und auch auf diese vielen kleinen Details achtet, kann man in der Story durchaus die ganzen Logik und Zusammenhänge selbst herleiten. Und gerade deswegen finde ich es so schön, dass die mysteriösen Pokémon wieder ihr Event zurückbekommen haben, weil wir uns solche Dinge halt einfach vorher nicht herleiten konnten bei den anderen mysteriösen Pokémon wie Sarut.
Was hätte ich mir da herleiten sollen in Schwert und Schild? Es wäre unmöglich gewesen. Ich denke, zu den legendären Bestien wird es auf jeden Fall noch dieses Jahr irgendwas geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir wahrscheinlich ein Spiel bekommen werden, das diese offenen Fragen noch aufklären wird. Aber ich kann mir auch denken, dass wir vielleicht zu den drei Gefährten auch noch etwas hören werden. Doch in welchem Spiel und in welchem Zusammenhang? Ich glaube, das ist ein Buch, das weder von Atiqua noch Futurus zum jetzigen Zeitpunkt geschrieben wurde. Liken und Folgen nicht vergessen, um keinen weiteren Pokémon-Content mehr zu verpassen. Und falls sich solche Pokémon-Lore sehr interessiert, habe ich hier noch, dass der DLC die gesamte Wahrheit über die Paradox-Pokémon erklärt. Das solltest du dir auch ansehen.